Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für den Donnerstag, den 23.05.2024. Und unser DAX hat ganz schön zu tun, das Ding hier gehalten zu bekommen, denn wir haben die SKS-Nackenlinie unten einmal angestochen zum Mittwoch. Es war ja schon ein bisschen absehbar. Wir hatten uns gestern darüber unterhalten, dass dieses Hochziehen hier eher ein Punkt auch für die Verkäufer gewesen ist oder generell diese Bewegung eher ein Punkt für die Verkäufer gewesen ist, weil er eben nicht oben diese 800 überboten hatte, die wir für den Dienstag sehen wollten, um für positive Szenarien, sondern sich nach unten gearbeitet, nach unten zur SKS-Linie und zur Nackenlinie. Und auch wenn er sich davon eben wieder gut hochgezogen hat, haben wir gestern gesagt, wenn er jetzt einfach da wieder wegdreht und nach unten wegkippt von diesem Kanal weg, dann hat er das Zeug, da unten durchzugehen und wahrscheinlich auch ein bisschen tiefer gleich zu stechen. Durchaus schon auch mal bis zu einer 560. Ich hatte gesagt, dass unser DAX, wenn er dann aber ansticht, eben nicht unbedingt gleich man da der Erste sein muss, weil der grundsätzlich einfach dieses. Der macht halt so eine SK ist immer dusselig. Er macht das nicht schön. Der macht das immer irgendwie ein bisschen hässlich. Und hier haben wir jetzt gesehen, dass er wirklich unten angestochen hat. Und ich würde die SKS tatsächlich dann eben auch eigentlich schon als aktiviert ansehen, denn wir haben drunter gehandelt und auch nicht bloß ein Punkt, da waren ein paar Punkte gewesen. Und jetzt zieht es schon wieder nach oben. Das ist aber letztendlich das, was wir erwartet haben, auch wenn es jetzt vielleicht 20 Punkte höher gestartet war als 560 und der, die da unten nicht noch abgeholt hat. Aber genau dieses, das, ihr seht es ja hier am Pfeil, ja, genau dieses runter, hoch, anstechen, das war ja das, was wir von ihm sehen wollten. Und jetzt wird es eben zum Donnerstag wichtig, wie er das jetzt gestanden kriegt, weil wenn er jetzt hier, ich sag mal, sich unter einer 18.700 bewegt, muss man bei roten Stundenkerzen eigentlich schon fast in Deckung gehen, weil der dann nach unten durchladen kann. Der kann dann auch schon gut Strecke machen. Also 5,60, 5,30 wären da locker erreichbar, wenn rote Stundenkerzen durchdrücken. Und auch mehr. SKS-Ziel hat man gesagt, ist die 3,60 herum. Zwischenstation wäre dann nochmal 4,20, 4,40 und eben diese 5,30, 5,60. Und somit, ich hatte euch das gestern, glaube ich, aufgemalt, so in der Skizze, wie ich sowas trade. Und dass man in der Bewegung dann eben auf untergeordneten Pattern achtet. Und das wäre jetzt tatsächlich für den Donnerstag hier anzuwenden, wenn er rote Stundenkerzen lieber das, wenn er wirklich nach unten schön durchlädt, kann man das dann anwenden. Ja, das würde ich tatsächlich dann auch selber so machen. Wäre vielleicht sogar auch offener, der Elisa, unsere Elisa hier Shorts freizugeben. Wenn er schön anzieht, warum nicht, ja. Oben würde ich das Ganze jetzt aber begrenzen auf ein 18.700. Das wird jetzt ein bisschen schwierig zu verstehen, vielleicht für den einen oder anderen, weil die SKS an sich nicht deaktiviert wird, wenn er über die 700 geht. Die SKS, die kann letztendlich sogar noch ins Ziel kommen, wenn er nochmal auf 8.20 steigt und dann trotzdem wieder fällt und unter die Nackenlinie. Also das muss man ein bisschen differenzieren, aber was wichtig über 700 wird, ist, dass wenn es eben nicht als SKS vom Markt interpretiert wird, sondern als Korrekturmuster vom Top weg, als bullische Verkeilung. Und da hat man ja hier schon gesagt, dass das wäre dann quasi diese Bewegung, die wir hier sehen, die hätte dann jetzt hier definitiv schon ihren Abschluss und würde oberhalb von 18.700 in die Auflösung gehen. Und eine bullische Verkeilung, die haben wir uns schon gestern angeguckt. Für den Fall der Fälle, der DAX wird über 57 handeln am Mittwoch. Hat er ja aber gar nicht, war nicht drüber, war damit nicht relevant. Und das müssen wir jetzt wieder mitnehmen und sagen, okay, wenn er über 700 handelt, also wenn er wieder erwartend stärker reinkommt und auch über die 700 getragen wird und der Trend wird, würde er komplett erstmal vergessen, was er wahrscheinlich hier die Vortage gemacht hat und dann die Verkeilung anspielen. Und wenn eine Verkeilung auflöst, dann läuft die dynamisch an und das will ich jetzt sehen. Und wenn der das spielt, der spielt das Pattern und er drückt sich über 700 raus, dann wäre 800, 830 erreichbar und auch die Linie hier oben. Ja, und die liegt jetzt schon fast bei 19.000. Das wäre jetzt vielleicht für den Donnerstag ein bisschen zu viel verlangt, weil der Mittwoch dafür eigentlich nicht die richtige Vorlage geboten hat, um hier ein schönes, so ein hohes Donnerstagshoch reinzusetzen. Aber grundsätzlich wäre es möglich. Auch zum Beispiel Aufwärtsgap über 700, 18.700, das sollte man sofort aufpassen. Aufwärtsgap über 18.700 kann als Breakaway Gap, als One-Way Gap oder wie auch immer, also gerade auch als Breakaway Gap gewertet werden, weil er dann aus dem Muster rausspringen würde. Und das kann ihm richtig Druck reingeben. Ja? Man muss dann ein bisschen im Bereich vom oberen Band hier aufgucken, insbesondere auch die 800. Die bleibt ja wichtig, das haben wir gestern schon gesagt. Aber der kriegt überhalb von der 700, kriegt für mich dann eher die Tendenz, oben rauszulaufen. Und von daher,
So wie wir gestern gesagt haben, wenn er unter 57 nach unten dreht, rechnen wir mal mit einem Tief, rechnen vielleicht sogar mit einer 600, rechnen wir mit einer 560. Und über 750 haben wir gesagt, rechnen wir mit 800, 830 und mehr. So würde ich jetzt zum Donnerstag auch rangehen, aber nicht mit 57 als Markierung, sondern mit 700. Kriege ich unterhalb von 700 rote Stundenkerzen, würde ich eher damit rechnen, dass wir weitere Tiefs ausbilden, auch tiefere Tiefs als das, was wir am Mittwoch gesehen haben. Wenn wir unter 700 rote Stundenkerzen kriegen, das ist meine Bedingung. Wenn ich das kriege, gehe ich davon aus, dass wir weitere Tief kriegen auf die Ziele hin: 560, 440, 420 und 360 hier, SKSC. Ja? Kriegen wir die nicht? Kriegen wir grüne Stundenkerze? Gerade hier unten bin ich ein bisschen vorsichtig, guck mir das genau an. Letzten Donnerstag hat er auf grüne Stundenkerzen nicht so richtig anspringen wollen, wir erinnern uns alle. Ja, da ist er oft abgesackt, also ich glaube auch das war Donnerstag hier. Das war auch ein Donnerstag. Da hat er zwei, drei grüne Stundenkerzen, die hat er komplett verschluckt. Von daher wird das sehr interessant, ja, wie er das jetzt hier spielt. Und läuft er zum Donnerstag oberhalb von der 700, ich lasse den Platz bis in die 830 rein. Und wenn er da drüber schrotet, der darf auch mehr. Der darf auch mehr, weil in der Verkeilungsauflösung dynamisch erfolgen kann. Da würde ich einfach aufpassen. Ich weiß, das ist vielleicht für den einen oder anderen schwierig. Ja, zum einen haben wir die SKS, zum anderen haben wir den Keil. Aber das geht so ein bisschen in die Richtung, die ich immer wieder predige oder was ich euch eigentlich versuche, auch so ein bisschen. Also ich merke halt, dass das mir hilft, so zu denken. Und deswegen versuche ich euch immer ein bisschen daran zu führen, dass ihr das auch aufgreift und das versucht vielleicht auch ähnlich ranzumachen. Es muss einem letztendlich selber scheißegal sein, was er macht. Du musst dann einfach nur gucken, was bietet der Markt an, was spielt der Markt heute an. Völlig egal, was ich gestern gedacht habe, völlig egal, was ich gestern gehandelt habe. Und wenn sich jetzt eine neue Perspektive ergibt und der Markt nutzt die und der Markt spielt die und er läuft in der, dann handle ich die. Und auch wenn ich ihn gestern, keine Ahnung, auf 15.000 habe fallen sehen, wenn er mir in die Verkeilungsauflösung rausgeht, würde ich dann. Oder muss ich mich sogar dem Markt anpassen und in das neue Bild reingehen? Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie wir hier in dem Bereich um die 700 uns verhalten. Es könnte eine schöne Bullenfalle werden, aber im Prinzip erstmal für den Angeklagten. Und deswegen geht er drüber, geht er klar drüber, Stundenschlusskurs drüber und so weiter und so fort. Macht der Chance nach oben auf. Bleibt er drunter, er muss die Linie gar, er muss nicht wie im Pfeil gezeigt hier. Da auch wirklich dran, ja. Es wird auch sowas vollkommen reichen, ja. Er drückt sich von hier oben oder generell jetzt hier weiter runter, rote Stunden. Das ist mir vollkommen egal, ob da vorher da oben war oder nicht. Drückt er sich nach unten jetzt hier mit roten Stundenkerzen, würde ich ihm weitere Tiefs zusprechen. Ja. Soweit meine Erwartungshaltung, soweit die Gedanken dahinter. Denkt auch an das Schaubild, was ich gestern gezeigt habe, ne? Wo ich euch gezeigt habe, wie gehe ich untergeordnet um, wenn in der SKS-Auflösung sind. Also wenn der jetzt hier auf der Strecke sich bewegt. Untergeordnet, wie kann man das traden? Wie kann man da ein bisschen Wahrscheinlichkeitsvorteil für sich holen? Das würde ich definitiv hier jetzt eben mit so auch anwenden, wenn er hier schiebt, wenn er die SKS-Auflösung anspielt, aber dafür will ich nicht über 700 haben. Über 700 gehe ich erstmal auf, ja, also würde ich von Short erstmal ablassen. Ja? Ich werde mir das angucken. Auch wenn das für die SKS nicht, man kann nicht sagen, dass das die Abbruchbedingung der SKS ist, das wäre falsch. Es ist das Aktivierungssignal für den bullischen Keil, aber für die SKS, die könnte auch noch weiterleben, selbst wenn er hier 800 ranrammt, dann wieder runter auf die Nackenlinie geht und dann unter der Nackenlinie ausbricht. Ja? Es wird dann zwar unwahrscheinlicher, weil es dann von der Ausprägung, von der zeitlichen Ausprägung unsymmetrisch wird und so weiter und so fort, sieht dann nicht mehr stimmig aus, aber das ist, man kann nicht sagen, dass das die Abbruchbedingung der SKS wäre. Ja, es wäre aber die Aktivierung der Option der bullischen Verkeilung. Und das sind dann zwei Alternativen, die es zu betrachten gilt hier. Wir werden sehen, ob sich der Markt entscheidet, ob er überhaupt eine Entscheidung bringt und die einfach weiter sich in dazwischen zuspitzt. Hier kann ja auch passieren. Na, und von daher denke ich, sind wir damit gut beraten, wenn wir unter 18.700 auf rote Stundenkerzen achten. Wenn wir die sehen, dann folgt man denen, dann versucht man da noch ein bisschen Punkte mitzugehen. Und wenn wir sehen, dass er über 700 geht, vielleicht sogar eher. Auf der langen Seite was zu probieren. Okay? Gut. Ich denke, es ist nicht eine ganz einfache Situation, aber ihr kriegt das hin. Ihr seid nicht auf den Kopf gefallen. Schafft das. Ich glaube an euch. Drückt euch die Daumen, dass ihr gut was rauskriegt zum Donnerstag. Donnerstag sind in der Regel schöne Handelstage. Da geht auch gut was an Punkten, bergrunter. Und macht was draus. Ja? Holt euch eure Punkte. Viel Erfolg, gutes Gelingen. Hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.